Willkommen zurück hier in Skyrim, liebe Zocker und YouTuber. Hier der alte Knacker hat uns, der hat uns gerade ein Ohr abgekaut über einen verlassenen Teil einer Mine und da soll ein großer Schatz versteckt sein und da braucht er unsere Hilfe, weil er ein alter Sack ist. Und was die ostkaiserliche Handelsgesellschaft uns... Jetzt gib mir den Schlüssel. Gratian hat seine Entdeckung in einem Notizbuch festgehalten. Wenn ihr seine Überreste findet, sollte uns das weiterbringen. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meinen verlorenen Respekt wiederfinden kann. Okay, abgeschlossen, sprich mit Tagebuch in deinem Besitz. Okay, alles klar, Achso, genau, jetzt brauchen wir noch die Nordspitzhacke, das war so ein Nebenquiz. Der alte Dummkopf hat sie doch gar nicht verdient. Die Spitzhacke ist ein Werkzeug für Bergleute, kein Verkaufsobjekt. Vermutlich hat er sie sowieso den Skal gestohlen. Jetzt, pass auf, ich gehe in die Mine und hol dir dein Gedöns und du gibst mir die doofe Spitzhacke, kann doch nicht so schwer sein. Na schön. Hier. Hoffentlich fällt ihm das Ding auf den Fuß. Könnt ihr ihm gerne ausrichten. Sehr gut. Nehmt euch da unten in Acht. Ich nehme mich da unten in Acht. Sag mal, wo bin ich denn hergekommen? Da geht's raus. Okay, und wo ist die Mine? Das wäre hier die Mine. Lass mich raten. Hier geht's. Ist das hier der Aufzug? Nee. Vielleicht geht's auch da runter. Das wird die Mine sein. Okay, ich gebe dem aber erstmal seine Spitzhacke zurück. Dem ollen Schmied. Hat er ja recht, was will denn der Schmied mit der Schmitzhacke? Der Schmied mit der Schmitzhacke, ihr wisst, was ich meine. Hallo Hilda, schön dich zu sehen. So, Moment mal, wo war denn der Typ jetzt? War der nicht hier irgendwo? Der war doch hier. Da ist. Achso, der ist in seinem Häuschen. Okay. Hallo Herr Schmied, der pennt. Ich krieg die Krise. Wie spät haben wir denn? Überlege gerade, wenn ich jetzt hier warte, es ist 12 am. Wieso ist der um 12 am? Ist mir gerade unklar, warum der um 12 am im Bette liegt. Ist doch mitten am Tag? Was will er denn da? Ich gehe den jetzt besuchen. Kuckuck. Breche ich da jetzt ein? Ich speichere mal kurz. Ich breche da jetzt ein. Nein, nein, es war ein... Ihr habt Verbrechen gegen die Dunmeer von Solstheim begangen. Naja, also Verbrechen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich bin mit dem Dietrich ausgerutscht und da rein gefallen. Kluge Entscheidung. Jetzt kommt mit. Nein! Wir euer Diebesgut konfisziert haben, du hast gar kein Diebesgut. Wenn ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sie. Ihr seid richtig blöd, wisst ihr das? Warte mal. So, wo ist der Typ jetzt? Da ist er. Er kommt aber nicht aus seinem Haus raus, weil er gerade, keine Ahnung, Depressionen hat oder so. Ich warte jetzt mal 3 Stunden hier. So, jetzt ist... Vielleicht hat er auch Mittagspause. Kann ja auch sein. Nee, der kommt da auch nicht raus. Das ist mir jetzt auch vollkommen wumpe. Ich gehe jetzt in die Mine. Warte mal, wo war denn jetzt die Mine? Töte die Banditen, könnte ich natürlich auch erstmal machen. Komm, wir gehen erstmal die Banditen töten. Ich habe Lust auf ein bisschen Heckmeck. Ist die Frage, wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Hier am Strand lang vermutlich, oder? So viele Quests und so wenig Zeit. Ich nehme mal stark an am Strand lang. Kommt garantiert wieder ein Drache. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist gut. So, ich soll den Anführer töten. Was bist denn du? Was bist denn du für ein Tier?
Ratz! Irgendwas tiefgeröstetes. So. So, da hinten müsste. Sieht aber nicht aus wie ein Hügelgrab, oder? Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht ins Wasser plumpsen. Da ist zumindest ein Feuerchen. Lass uns mal durch hier. Da sind auch schon die ersten bösen Jungs. Moment, Feueratronarch. Ah, die schießen! Die schießen! Nee, ist immer außer Reichweite. Komm jetzt! Ah, jetzt klappt das schon wieder nicht. So, schieß mal zurück hier. Feueratronarch. Feuer! Was schießt du denn? Ich sehe da nichts. Ich schieß da auch mal rein, ja? Hui! Habe ich was getroffen? Bin mir nicht sicher. Ah, das ist ein böser. Bratz! Moment, ich muss mal kurz Fußrodar machen. Fußrodar, ich habe zu viele Sachen jetzt mittlerweile hier im Schnell. Hui! Bratz, weg mit dir. Halt, ich will dich noch looten. Da ist einer zum. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Gesetzlosen looten. Der hat ja überhaupt nichts dabei. Und hier ist auch noch einer. Den habe ich nicht getötet. Das waren meine Kanitenkeule. Die können wir mal mitnehmen. So, wo ist jetzt das Hügelgrab? Bratz! So. Sicher ist sicher, nochmal nachschießen. Plünderer. Was haben wir da noch? Eigentlich nichts Gigantisches. So, das ist doch kein Hügelgrab hier. Was nicht heißt, dass wir es natürlich nicht plündern. Dietrich nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ein Feuersturm. 500 Gold wert nehmen wir auch. Der Magiker nehmen wir auch mit. So. Was ist jetzt hier? Moment, kleine Heilung. Wo ist das Hügelgrab? Kann das sein, dass das da ist? Vermutlich. Was ist denn das? Vampirblut, Wald im Sonne. Ach, apropos, ich muss wieder zurückschalten in den Überlebensmodus. Ich habe mir vorgenommen, im Überlebensmodus zu spielen. Ich will aber was kochen. Und zwar, was? Ich kann einen Käserad. Kann ich helfen? Was ist da draußen los? Kaninchenkeule. Kartoffelsuppe. Kohlsuppe. Was kann man noch machen? Pferdehüfte. Na klar. Noch eine Pferdehüfte. Ziegenkäserad. So. So. Haben wir jetzt alles? Ja. So, haben wir ein bisschen gekocht und ich hab ja gesagt, ich schalte in dem, ich bleibe im Überlebensmodus. So. Holzteller, jetzt schlafen wir hier aber mal ganz kurz. Hier war eben ein Bett, wo wir schlafen können, ne? Hat da irgendjemand. Ey, alles gut, alles gut. Ich gucke ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas finden. Es ist. Mir ist warm. Wieso ist mir denn warm? Was ist das? Dünner Kleidung, das brauchen wir nicht. Ich will jetzt hier halt nichts übersehen. Nee, hier ist nichts. Okay, hier war aber ein Bett, wo ich mich mal kurz ausruhen kann. Mich verlaufen. Warte mal, da ist wahrscheinlich das Hügelgrab. Ja, da ist ja auch eine Markierung. Warte mal. Hui! War hier nicht ein Bett irgendwo?
währenddessen schlafen. Und zwar, wir haben es AM, das heißt, wir schlafen jetzt 13 Stunden, so. Dann ist nämlich Abend. Dann können wir in das Hügelgrab reinmarschieren und den Banditenanführer umbringen. Wobei, eigentlich ist es egal, ob da drin Abend ist oder nicht, weil solange ich... So, jetzt ist mir... Bist aber immer noch erschöpft. Wieso bin ich denn immer noch erschöpft? Ist mir komplett unklar, warum ich immer noch erschöpft bin. Ich futter mal noch was hier, eine Pferdehüfte. So, jetzt müsste ich satt sein, ja. So, ist mir jetzt egal. Ich laufe da jetzt rein. Da oben ging es rein. Warte mal, wie sind wir da oben hingekommen? Wir sind hier lang gegangen, dann sind wir hier raufgegangen. Alles klar, dann sind wir hier. Jo. So. Jetzt rein ins Hügelgrab und dem Banditen das Fell über die Ohren gezogen. Und vielleicht noch ein Drachenwort gelernt. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Prost. Mhm. Ja, Hilda ist richtig. Du hast vollkommen... Warte mal, ich wollte ihn nicht. Du hast vollkommen recht, Hilda. Nein. Ist niemand. Bleiben Sie doch einfach mal liegen. Die lebt ja immer noch. Noch einer, der lebt. Ups. Ups. Sag mal, was muss man denn mit euch machen, damit ihr tot umfallt? Okay, da ist niemand. Gehen wir sie uns mal angucken. Ein Hochelf. Jetzt liegt er tiefer. Was steht da? Ist ein Witz. So. Kaiserlicher Bogen. Nein. Stahldolche Dietriche nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mal mit. Silberdiadem mit Mondstein. Das nehmen wir auch mal mit. Kann man verkaufen. So. Hier geht's offenbar nicht lang. Ja. Mein Feueratronarch. So. Bald müsste ich auf Stufe 50 aufsteigen. Ich höre da was. Ist hier noch irgendwas? Nein, nein. Hilda! Wer ist da? Wo denn? Wo denn? Ich sehe gar keinen da. Da ist der. Ohoho, da ist der böse Junge. Macht ihr das mal bitte? Hilda, ja du auch, Hilda. Bratzel. Brutzel. Ja, ich habe ihn getötet. Es ist nicht etwa meine Vampir-Lady, die ihn getötet hat, sondern ich war das. Dietrich, nehmen wir mit. Knochenrüstung, Knochenrüstungshelm. Ja, nee, brauchen wir sowas brauchen wir nicht. Ich glaube, ich habe so viel Geld, das kannst du mittlerweile. Ein Raufbold. Gibt es doch garantiert noch irgendwas zu holen, oder? Zum Beispiel hier. Hier gibt es zum Beispiel Wildschweinfleisch. Und Aschsüßkartoffeln, was auch immer das ist. Ist ja stockfinster hier drin. Hier sieht er. Oh, eine dicke Truhe. Hätten wir beinahe wieder übersehen. Stab der Raserei. Kreaturen und Stimmen müssen 5 greifen 60 Silikonlinien in ihrer Nähe an. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Goldener Saphirring. Nehmen wir mit bei dem Preis. Stahlhelm der Veränderung. Veränderungszauber kosten weniger Magika. Ist aber eine schwere Rüstung. Will ich ja eigentlich nicht. 500. Nehmen wir aber trotzdem mal mit zum Verscherbeln. Die Elfenrüstung, die ist zu schwer. Die nehmen wir nicht mit. Du bleibst da liegen. Staubige Haube. Schäbige Haube. Brauchen wir nicht. So, hier können wir uns gleich nochmal zur Ruhe betten. Warum ist es so Telefon. Warum ist es so finster? Lesen. Ne, brauchen wir nicht lesen. Hier, rote lesen. Auch nix. Ich dachte, da kriege ich vielleicht irgendwas für.
Wann steige ich eigentlich auf die nächste Stufe? Soll bald losgehen, oder? 49. Eins fehlt noch, dann können wir da Punkte reingeben. Bei Beschwörung wird es noch ein bisschen dauern. Ich beschwöre zwar die ständig irgendwas, aber... ist halt so eine Sache. So. Ist es wieder stockfinster? Ist es stockfinster? Ich sehe ja nichts. Was? Lachs? Ja, Lachs nehmen wir mit. Der gute Lachs. So, was können wir hier machen? Alchemielabor machen wir gerade nicht. Haben wir auch nichts, haben wir auch nichts. Ne, dann wären wir hier fertig. Das war eine kurze Angelegenheit. Hier ging's raus. Die haben wir auch erlegt. Okay, alles cool. Es wird gut tun, dem Sonnenlicht eine Weile zu entkommen. Da hast du vollkommen recht, meine Werteste. Haben wir das Hügelgrab jetzt abgeschlossen? Tatsache, das war auch nur so ein... ich dachte, da gibt's ein Drachen-Dingens drin oder so. Bringe dem Alten... ich will dem ja seine Spitzhacke geben, aber die alte Nappsülze... komm mal, ich weiß nicht, ob ich da runterspringen sollte. Machen wir lieber nicht, ne? So. Hier müsste ich runterspringen können. Plautz, jawohl. Jetzt wollte ich gerade auf meinen Mount aufmounten, aber wir sind hier weder in Lost Ark, noch sind wir hier in Elden Ring. Ich habe zwar einen Mount, aber keine Ahnung, wo sich das rumtummelt. So, wo sollen wir wem sollen wir überhaupt die gute Nachricht bringen, dass die Banditen... ach, denen hier, ne? Ja, ja, okay, das machen wir aber später. Hm, jetzt gehen wir dem erstmal... ich hoffe, jetzt gehen wir dem erstmal seine Spitzhacke zurück. Die ich immer noch mit mir rumschleppe. So. Und dann müssen wir auch noch in die Mine. Es ist kalt, ich weiß. Leuchteten da so. Kurz mal vor dem Baum gestanden. Ich nehme mal stark an, wenn wir dem Schmied den Gefallen tun und diese Karte von dem Stahlrim oder Stahlrim, keine Ahnung, wie das Zeug heißt, auftreiben, dann gibt er uns dafür vielleicht ein bisschen Stahlrim und dann können wir das Nordschmuckstück herstellen, hoffe ich denn. Lass mich raten, der sitzt immer noch in seiner Butze. Hat er irgendwie Depressionen oder warum schließt er sich den ganzen Tag über in seiner Schmiede ein? Da ist er jetzt nicht mehr drin. Wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt ein Saufen gegangen? Vermutlich. Ich arbeite für Morgul. Wenn ja. ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Nein, ich suche den dusseligen Schmied. Tatsache, der bechert einen. Okay. Habt ihr meine Spitzhacke schon? Ja. Ihr habt den alten Crescius also endlich gefunden, wie... merkwürdiger Kerl, nicht wahr? Wisst ihr was? Da ihr euch deswegen so viele Umstände gemacht habt, behaltet sie einfach. Ja, na klar. Ich wollte den alten Knacker nur daran erinnern, dass man den Leuten nicht einfach die Sachen klauen kann. Ihr habt die Sachen überbracht, damit bin ich schon sehr zufrieden. Die Spitzhacke hat mir all die Jahre nichts gebracht. Vielleicht könnt ihr ja etwas damit anfangen. Was soll ich damit machen? Hackspitzen oder was? Ich möchte mein Pferd... nein, haben es falsch verschlagen. Ich würde mal Bring gerne... mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere es. Ich habe geschworen, Ratsherrn Morwein zu beschützen. Ach, und ist gut, lass mich in Ruhe. Bleibe ich meinem Eid bis ins Grab treu. Willkommen in Rabenfels. Kann ich euch mit ein paar guten... nee, ich... schrecklich. Einfach. Diese Insel ist nichts als ein Geröllhaufen. Ich brauche einen Händler. Ich möchte mal den ganzen Gerümpel loswerden, den ich hier mit mir rumschleppe. Ich dachte eigentlich, das kann ich bei dem Schmied loswerden, von wegen verkaufen, aber augenscheinlich auch nicht. So. Ohne Witz, an wen verkaufe ich das? Dahin offenbar nicht. Wer bist du? Nicht die gesamte nee. Insel ist von Asche überzogen. Du bist eine Wache. Okay, ich guck mal ganz kurz nach. Wie war denn das jetzt mit dem Quest für hier? Da. Und das ist in der Mine, oder? Das müsste eigentlich in der Mine sein. Ja. Dann gehen wir jetzt halt in die Mine rein. So einfach ist der Keks.
Glaub nicht, dass ich bei denen hier verkaufen kann. Wo soll denn das sein? Wenn du fragen darf. Wahrscheinlich unter uns. Oder da? Nee. Ich verstehe nicht, warum ihr Kreskios anstacheln müsst. Ich stachel überhaupt niemanden an. Versuche hier ganz harmlos über meine Runden zu kommen. Das ist eine, das nenne ich mal eine Mine. Scheiße, ist das tief. Okay, Ja! So, warum gibt's denn hier Monster? Naja, sagen wir mal Ratten. Erstmal Feuerball. Die hat mich ganz schön hier ausgenockt. Guckt euch das mal bitte an. Warum bin ich denn jetzt... Was ist denn das? Wer ist da? Na, was ist es denn? Wer ist es denn wohl? Das ist Olga, die fette Spinne. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Warum denn jetzt auf einmal? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe doch ehrlich gesagt gar nichts. Ich muss mal echt ein paar Sachen wegschmeißen. Was habe ich denn hier so dabei? Rubine, Scharniere. Ich schmeiße jetzt mal die Scharniere weg, ja? Die kann man sich ja eh kaufen. So. So, weg mit den Scharnieren. Wo ist mein Feuerblitz? Da. Halt die Klappe, Hilda. Werde ich sowas von töten. Das ist für... Ist das... Geh nach Hause. Was suche ich denn hier drin eigentlich? Hauptsächlich suche ich eine Lichtquelle. Kann man nicht mehr die Laterne mitnehmen? Was ist das? Freundlicher Skiva oder was? Ach so, den hat Serana beschworen. Mann. Komm ich da runter? Weiß nicht, ob ich da runter muss. Schittere du, da ist das düster. Woher seid ihr gekommen? Was? Zum Henker? Hat mich da fast umgebracht. Ich komme dir gleich zur Hilfe, Serana. Ich muss mich mal ganz kurz heilen, weil ich mich in die Luft gesprengt habe. Keine Ahnung, wo die sich rumprügelt. Kann ich helfen? In den Töter! Ja, verschwunden würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe sie weggenockt. Hatte die irgendwas dabei? War einfach nur eine fette Spinne. Okay, die haben den langen Weg genommen. Ich den kurzen, habe mich dabei in die Luft gesprengt. Sehr schön. Lass mich raten, da müssen wir durch. Aber stabile Bretter. Okay, da ist, würde ich mal sagen... Ha, wir sind in der alten Mine. So, ab hier müssen wir, glaube ich, aufpassen, ne? Würde ich mal sagen. Speichern. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Dem hat mir doch einen Brief gegeben, oder? Schriftrollen. Nee, Bücher. Brief von Eduard, Einladung. Wie hieß denn das jetzt? Herausforderung, Krieger an Hand geschriebene Notiz. Ach, mein Gott. War das das hier? Nee.
unsichtbar. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Was? Ach, das... Mann! Erschreckt sich vom Tontopf hier. Kuckuck. Ist das brennbar? Ich hoffe nicht. Wer ist da? Der da. Der wacht gerade auf und hat sich gesagt, ich leg mich gleich wieder hin. Das ist der nächste. Hinlegen. Das ist der nächste. Sag mal, wir sind aber stabil. Kann das sein? Bratz. Brutz. Pritz. Haben wir sie jetzt alle? Das ist der nächste. Nee, das ist der nächste. Plaut. Bin ich nicht jetzt bald mal irgendwann Stufe 50? Irgendwann müsste es doch mal soweit sein. Diese Trauger haben im Allgemeinen nichts dabei, was sinnvoll. Da ist schon wieder irgendeiner aufgewacht, habt ihr das gehört? Keine Ahnung, wo er hin ist. Irgendwo ist noch einer. Hilda, du machst mich wahnsinnig. Ah, Vorsicht, da ist eine Falle. Seht ihr sie? Pass auf, da ist eine Falle, Dingsbums. Ist die Frage, wo ist der Auslöser? Man sieht leider. Gut, da. Wer ist da? Da ist ein Trauger. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Pass auf, da ist eine Falle. Du kriegst sie gleich in die Fresse. Sag mal. So. Das wird euch eine Lehre sein. Wenn ich Glück kenne, kriege ich das Ding gleich ab. Keine Ahnung. Ich hab's doch gesagt, irgendeiner kriegt das Ding in die Visage. Wer war's? Du natürlich. Ja, ja, Serena hat's abgekriegt. Komm, Serena, komm weg da. Ist es finster? Wer ist da? Da ist ein Trauger. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Das wird euch eine Lehre sein. So, der da, der kann eigentlich auch gleich mal sitzen bleiben. Da sitzt gar keiner, oder? Doch, da saß einer, aber der ist nicht mehr aufgestanden. Oder ist gleich sitzen geblieben, ich weiß es nicht. Das ist doch eine Falle hier. Nur so sicherheitshalber, ja. Wer ist da? Hilfe! Hilfe, der will mir töten! Guck mal, sie hat einen beschworen. Braxi. Brutzi. Die sind echt stabil, die Kerle. Genau, gib ihm. Das wird euch eine Lehre sein. So, der ist hinüber. Wenn ich einen Quecksilberbarren sehe, erinnert mich dran, den müssen wir mitnehmen. Der steht nicht nochmal auf. Okay. Eigentlich bräuchten wir mal wieder einen. Ich brauche einen Skelettdiener. Oh, stehen sie auf. Kommen Sie mit, Herr Skelettdiener. Wir gehen jetzt mal da rein. Was ist da so drinne? 3 Gold, naja. Hörst du auf, hinter mir so zu knarren? Das macht einen ganz nervös. Wer ist da? Beschwörung verbessert auf 33. Wie ist denn das passiert? Ich muss mal ganz kurz hier... lass mich mal durch. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich muss hier rein. So, jetzt könnt ihr gerne... Wer ist denn mein Skelett? Der Herr wird's aussortieren. Der kommt so auf mich zugerannt. Ich glaube, das ist... Ich sehe nichts.
Hau. Hau. Au, au. Au. Au, 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 au. Lasst ihr das mal. Ist er tot? Nein. Der ist kaputt. Lebe ich noch? Noch lebe ich. Was machst denn du da? Oh. Nee, jetzt hat er einen beschworen. Shit. Ich kann aber auch einen beschwören. Wartet, wartet, wartet. Feuer, Atronarch. Warum kann ich nichts beschwören? Weil, warte mal, weil ich kein Objekte, Moment, Zaubertränke, Magika. Halt jetzt hier. Ja, wie toll das wieder geklappt hat. Dann halt nur ein. Geht auch nicht. Super, hey. Ist ganz toll. Mann! Wen hat's erwischt? Mich nicht. Kannst schon mal bitte dieses dusselige Ding beschwören? Nein! Warum sollten wir auch irgendwas beschwören können? Das ist ja vollkommen unnötig, etwas zu beschwören. So. Moment, hab's gleich. Heilung. Magieresistenz, ja, vielleicht mal Magieresistenz reinzecken. Wundertrank der Magieresistenz noch besser. So. Feuerblitz. Der Feuerball ist vielleicht. Der tut mir selber Aua, das ist das Problem. Wo ist denn der Typ? Hier. Da ist er. Stirbst du jetzt verdammt nochmal? Dahin! Du sollst tot umfallen! Jawohl! Roms, habt ihr gesehen? Was kam mir denn da? Keine Ahnung, ich glaube, hinter mir ist Serena, ich hoffe. So, den hat er. Jawohl! An die Wand! Das ist intelligenter Einsatz von Fallen. Ich weiß nicht, ob das intelligenter Einsatz ist, aber. Boah! Das war jetzt gar nicht mal so ohne, das Kämpfchen. Ist hier nicht noch mehr verreckt? Ihr merkt schon, ihr kriegt das Ding noch ein paar Mal in die... Nein! Ich habe doch... Mann! Und jetzt habe ich nicht gespeichert. Ihr habt jetzt Steg vor dem Kampf noch mal davor. Lärmposter-Bock!